Hey Freunde, herzlich willkommen auf Karlchen Knack. In der heutigen Folge rauben die Ghostbusters die Bank aus. Hoho, viel Spaß. Was verbräuchten wir eine Ablenkung? Oder noch besser eine Geheimwaffe? Aber Boss, was machen wir denn hier? Ich meine, wir sind doch hier direkt bei den... Ghostbusters. Denk doch mal nach, die perfekte Geheimwaffe wäre doch bestimmt die Proton-Packs der Ghostbusters. Genau, und da schnappt sich jeder Felix eins. Ah, wie cool. Oh ja. Sehr gut, dann haben wir ja alles. Okay, Leute, dann lass uns mal jetzt keine Zeit verlieren. Wir müssen eine Bank ausrauben. Los geht's. Oh, von so einer popeligen Tür lasse ich mich doch nicht aufhalten. Damit ist es doch ein Kinderspiel. Wie durch Butter. Los, Jungs, da wartet ein Safe auf uns. Wir kommen. Da sind wir schon. Perfekt, da haben wir doch den Safe. Na denn, Johnny, diesmal darfst du den Safe knacken. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Und Feuer! Oh nein, wir haben den Alarm ausgelöst. Na gut, dann packen wir schneller zusammen nichts wie raus hier. Okay, ich glaube, das war alles. Habt ihr auch alles zusammen? Ja, Boss, haben wir. Okay, Jungs, dann nichts wie raus hier, bevor die Bullen kommen. Geht klar, Boss. Wir folgen dir. Achtung, Achtung! In der Palido City Bank wurde der Alarm ausgelöst. Toni Räuberschreck, machen Sie sich sofort auf den Weg. Mal wieder ein Einbruch in der Bank? Kein Problem, denn darum kümmere ich mich. Denn Toni Räuberschreck übernimmt den Fall. Die Gerechtigkeit wird siegen. Niemand entkommt. Toni Räuberschreck. Den Ganoven schnapp ich mir und dafür brauche ich nur... mein Polizeiauto. Okay. Blaulicht an. Und los geht's. Da vorne ist die Bank schon. Oh je, das sieht aber gar nicht gut aus. So wie es aussieht, wurde die Tür aus den Angeln gesprengt. Am besten, ich schau mal nach. Oh Mann, was ist hier nur passiert? Und wie es aussieht, sind die Ganoven auch schon über alle Berge. Oh, was ist denn das? Das sieht ja fast aus wie Brandspuren. Das schaue ich mir genau an. Okay, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß, wer die Täter sind. Na warte, euch schnapp ich mir. Was machen wir denn nur? Unsere Proton-Packs sind weg. Ich meine, wie wollen wir denn jetzt bitte schön Geister jagen? Da muss ich ihm recht geben. Ich meine, wenn jetzt ein Einsatz kommt, dann haben wir keine Chance gegen das Gespenst. Wir müssen die so schnell wie möglich wiederfinden. Aber wie machen wir das nur am besten? Was sollen wir nur tun? Immer mit der Ruhe, Leute. Ich weiß genau, was wir tun müssen. Zuallererst rufen wir die Polizei. Toni wird uns bestimmt weiterhelfen. Hat hier wer nach Toni Räuberschreck verlangt? Was, Toni? Ein Glück bist du da. Wir brauchen nämlich deine Hilfe. Ich bin aber aus einem vollkommen anderen Grund hier. Ich bin hier, um euch zu verhaften. Was? Aber warum? Wir haben doch überhaupt nichts gemacht. Genau. Und das ist unfair. Die Pandidus City Bank wurde vorhin überfallen und die Spuren deuten darauf hin, dass die Diebe sich den Eintritt zur Bank mit euren Proton-Packs verschafft haben. Hm? Könnt ihr mir das erklären? Moment mal, das kann doch kein Zufall sein, oder, Igen? Da hast du vollkommen recht. Toni, du musst uns glauben, wir waren das nicht. Uns wurden vorhin nämlich unsere Proton-Packs geklaut, siehst du? Ja, ich sehe schon, das heißt ja dann, dass ihr das gar nicht gewesen sein könnt. Bleibt nur die Frage, wer es dann war. Oh, der Polizeifunk. Entschuldigt mich mal bitte kurz. Hier, Toni Räuberschreck, was gibt es? Hey Toni, jetzt gerade wird die nächste Pandido City Bank überfallen. Mach dich bitte sofort auf den Weg, vielleicht erwischst du die Räuber ja noch. Kein Problem, du kannst dich auf mich verlassen. So Leute, ihr habt's gehört, ich muss mich sofort auf den Weg machen. Warte Toni, wir kommen mit und helfen dir. Ja, schließlich sind uns die Proton-Packs geklaut worden. In Ordnung, dann lasst uns beeilen. Wir müssen ein paar Bankräuber schnappen. Sehr gut gemacht, Johnny. Und nun lass uns alles mitnehmen, bevor... Oh Mann, da habe ich mich zu früh gefreut. Los, Leute, schnappt euch, was geht, und dann raus hier.
So, nun schnell, bevor... Oh nein! Stehen geblieben, ihr seid hiermit verhaftet. Ja, Toni, davon träumst du wohl. Nimm das! Was? Oh nein! Autsch. Hey Toni, wir haben da eine Idee, wie du dich vor den Protonenstrahlern schützen kannst. Ja, wirklich? Ja, haben wir. Allerdings haben wir das noch nicht getestet. Bist du trotzdem bereit dazu? Aber natürlich, alles um diese Gangster zu schnappen. Okay Leute, dann haltet euch jetzt bereit. Ich glaub ja nicht, El Presidente. Was? Wer bist denn du? Ich bin Toni Räuberschreck und jetzt vor euren Protonenstrahlern geschützt. Ah, das wollen wir doch erstmal sehen. Feuer! Seht ihr, das kann mir nichts anhaben. Jetzt seid ihr fertig. Was? Oh nein! Oh nein, Boss! Im Namen des Gesetzes seid ihr hiermit verhaftet. Oh Mann! Tja, da habe ich euch mal wieder erwischt. Und die Protonenpacks gebe ich jetzt an die rechtmäßigen Besitzer zurück. Vielen Dank, Toni. Ohne dich wäre Bandido City wirklich aufgeschmissen. Ach, kein Problem, immerhin hat euer Anzug ja einwandfrei funktioniert. Na, was sagt ihr? Da haben die Ghostbusters wirklich Glück gehabt, dass ich diesmal auf den Fall angesetzt war, oder? Nun haben sie ihre Protonenpacks zurück und können endlich wieder auf Geisterjagd gehen. Das nicht cool? Was mit ihr? Schreibt eure Meinung doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr noch eine Idee habt, was ich als Hauptkommissar Toni Räuberschreck als nächstes machen kann, dann schreibt auch das mal in die Kommentare. Ich bin schon gespannt. Wenn ihr nichts mehr von unserem Kanal verpassen wollt, dann klickt hier oben aufs Karchen-Logo und abonniert den Kanal. Das wäre richtig cool und ihr würdet bei jedem neuen Video informiert werden. Und wenn ihr doch mal was verpasst haben solltet, dann sind hier drüben noch zwei ältere Abenteuer. Schaut doch auch da mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Das sind auf jeden Fall coole Geschichten. So, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.